Eine Bundestagsabgeordnete hat sich mit Chioka solidarisiert. Genauer gesagt, eine Bundestagsabgeordnete der Grünen. Sabine Grützmeier, Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, wie ihr hier seht. Das ist ja wirklich zu herrlich. Also, was soll man über die Grünen noch sagen, außer, ja, löscht euch oder über Chioka? Ich glaube, diesem Land ginge es wirklich besser, wenn Chioka nicht mehr auf Twitch und die Grünen nicht mehr im Bundestag wären. Aber ja, was soll man dazu noch sagen? Schauen wir uns erst mal an, was sie geschrieben hat. Habe schon an anderer Stelle geschrieben, die 50er wollen ihre toxische Männlichkeit zurück. Volle Solidarität mit Chioka, @Chioka, @Freiraumre und anderen Gamerinnen, Streamerinnen. Wir müssen uns diesem Hass im Netz entschieden entgegenstellen. Ja, wer es nicht mitbekommen hat, Chioka hat dem Streamer Skuros zu Unrecht sexuelle Belästigung vorgeworfen und wurde deswegen sehr heftig kritisiert. Völlig zu Recht. Dann hat sie noch viele andere dämliche Woke-Attacks rausgebracht, Lügen über andere verbreitet, beispielsweise über KuchenTV, und wird deswegen zu Recht richtig hart kritisiert. Und sie kann einfach nicht aufhören und ja, neuerdings hat sie Streit mit Dekadent, mit Alicia Joe, also eigentlich mit jedem angefangen. Mit jedem, außer vielleicht mit echten Rechten, da traut sie sich wahrscheinlich nicht mal Streit zu beginnen, aber das ist, ja, was soll man zu dieser Frau noch sagen? Und jetzt taggt diese grüne Abgeordnete Sabine Grützmacher hier ernsthaft doch twitch.de, Twitch und Twitch Support. Twitch tut da endlich mal was, der Deutsche Bundestag will das so. Es ist so bescheuert. Also was soll man dazu noch sagen? Also die Grünen sind die lächerlichste Partei Deutschlands und Chioka ist die lächerlichste Streamerin auf Twitch. Also die lächerlichste mir bekannte Streamerin. Ich glaube, sie ist da noch vor Freiraumre. Es gibt ja auch noch männliche Streamer, die noch mal eine Ecke lächerlicher sind als Chioka. Ihr kennt die Namen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Wir schauen uns jetzt noch mal kurz an, was Chioka auf Twitter geschrieben hat. Die hat ja in letzter Zeit auch einen ziemlichen Meltdown abgeliefert, bevor wir dieses Video hier jetzt schließen. Das ist ja geil. Chioka hetzt gegen Nemesis. Also wer ihn nicht kennt, Nemesis, guter Streamer, guter Mann, abonniert ihn gern. Der ist ja auch auf Twitch, schaut da gerne mal vorbei. Das ist einer der Streamer, die ihren Inhalt die letzten Monate darauf aufgebaut haben, Hass, Hetze und Lügen gegen mich zu verbreiten. Durch die Views ist er jetzt Twitch-Partner geworden. Soll das so? Sie hat Twitch gedeckt. Also diese Leute sind solche Opfer. Diese Leute sind, also was soll man dazu sagen? Nemesis YouTube-Kanal wird von Gönny hier gerade reingepostet, basiert. Basiert. Stolzmonat fragt nach meiner Meinung zur AfD. Ja, was soll ich dazu sagen? Es gibt halt, in Wirtschaftspolitik stimme ich absolut nicht zu. Und ihrer Kritik am Wokismus stimme ich zu und ihrer Kritik an der deutschen Außenpolitik stimme ich auch zu. Wobei man auch sagen muss, dass es in der AfD viele Transatlantiker gibt, dass es in der AfD viele Leute aus der Rüstungslobby ist. Die Grenzgänge haben das in ihren Videos auch belegt. Also ja, was soll ich zur AfD sagen? Vor allem diese, wie gesagt, da sind mir zu viele Transatlantiker, zu viele Leute, die gut mit der Rüstungsindustrie sind. Ich bin skeptisch, dass die AfD wirklich Friedenspolitik machen sollte. Auch diese unkritische Solidarisierung mit Israel, also mit einer Regierung, die da gerade ja eine neue Flüchtlingskrise provoziert durch ihr brutales Vorgehen im Gazastreifen oder auch durch das brutale Vorgehen im Westjordanland, über das hierzulande noch viel weniger berichtet wird. Also da werden ja friedliche Proteste niedergeschlagen. Also im Westjordanland, da findet, also furchtbare Zustände, da brauche ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber dass die AfD da völlig unkritisch ist, das finde ich schon erschreckend. Also hier hätte man nämlich mal die Möglichkeit, etwas gegen Fluchtursachen zu tun, indem man Druck auf die israelische Regierung ausübt. Naja, kommen wir weiter zu Chiyokas Hetze gegen Nemesis. Es ist so erschreckend zu sehen, wie viele Verbindungen diese mobbende Anti-Chiyoka-Kampagne ins Recht hat. Das ist so absurd. Und einer tötet Floster. Also das ist der Typ, der die militante Veganerin erfolglos zu canceln versucht gehabt. Jetzt arbeitet er sich an noch kleineren Creatoren wie dem armen Nemesis ab. Also volle Solidarität mit Nemesis an dieser Stelle. Was soll man zu diesen Leuten sagen? Das sind unsere politischen Hauptgegner, diese Wokisten. Die müssen weg. Die sind
Ja, die müssen aus der Politik zurückgedrängt werden. Es ist schlimm, dass so eine Frau wie Shoyoka, ihr seht, 2000 Menschen liken solchen Schwachsinn hier. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm, dass diese Frau immer noch so viel Rückhalt bekommt. Da müssen wir gegen agitieren. Also diese Wokisten, die sind eine Gefahr für unsere, ja, die sind eine Gefahr für unsere freiheitliche Demokratie. Ihr seht es hier, wie sie versucht, Menschen zu canceln und wie sie ihre ganzen Woken-Cancel-Mob hier verlinkt. Also wirklich absolut gefährlich, die Frau. Was soll man dazu noch sagen? Anke Domscheit-Berg wird mir gerade noch empfohlen. nach Sabine Grützmacher von den Grünen, Anke Domscheit-Berg. Anke Domscheit-Berg, wartet. Anke Domscheit-Berg. So, schauen wir uns mal an, wie sie sich mit Shoyoka solidarisiert hat. Wartet, wartet, wartet. Wartet. Habe ich den jetzt überspult? Nee, ich finde hier auf Twitter leider nichts. Ich finde hier auf Twitter leider nichts. Sorry, sorry. Wenn ihr was schreibt, dann müsst ihr das schon, dann müsst ihr das schon, dann müsst ihr das schon vernünftig sagen. Also, das ist jetzt blöd, dass ich hier nichts gefunden habe. Naja, ist ja auch egal. In diesem Sinne würde ich das Video dann auch wieder schließen und mich von euch verabschieden. Ah, doch, sie hat doch einen Tweet geschrieben. Ach, am 7. Dezember. Okay. Dann würde ich mich doch noch nicht von euch verabschieden. Dann gucken wir doch noch, das war am 7. Dezember schon. Also wie lange wird denn wieder über Shoyoka diskutiert? Also Shoyoka dreht ja vollkommen auf. Hier haben wir's, hier haben wir's. Das ist wirklich eine fiese Geschichte. Klassische Wiederholung des Gamergate. Frauenfeindliche, einschüchternde, mobbende. Ist das? Mobbende Akteure und die Gamer-Plattform guckt zu. Also, meint sie mit mobbenden Akteuren jetzt eigentlich Shoyoka, weil sie die ganze Zeit Lügen über andere verbreitet und sie versucht, vom demokratischen Diskurs auszuschließen? Also, ihr seht gerade, wie sie gegen den armen Nemesis hetzt, der wesentlich kleiner als sie ist. Das Nemesis, der auch schon von anderen wokistischen Accounts richtig hart angegriffen wurde, der Arme. Also, was soll man dazu sagen? Ja, das ist doch so absurd. Es geht um systematische Angriffe gegen Shoyoka und um die Plattform. Gegen alle Twitch-Dienste. Ey, wie kann man so ein, also, habt das ja eben vorhin Opfermentalität genannt, aber vielleicht ist das einfach ein Zutrauen in die eigene kulturelle Hegemonie. Zu sagen, okay, ich darf bestimmen, wer hier was zu sagen hat und wer hier nichts zu sagen hat. Twitch, sperr die mal bitte alle. Es geht um systematische Angriffe gegen Shoyoka und um die Plattform Twitch, die zuguckt, während eine junge Frau mit politischen Positionen verdrängt und platt gemacht werden soll. Oh nein, Leute kritisieren. Dafür, dass sie Lügen über sie verbreitet. Können diese Leute es wagen? Also, was soll man zu diesen Wokisten noch sagen? Es ist, ja, es ist verrückt. Es ist verrückt. Anke Domscheit-Berg, Sabine Grütz, also Anke Domscheit-Berg jetzt von den Linken, Sabine Grütz von den Grünen und Katharina König-Preuß. Rina König-Preuß. Ah, hier ist sie. So. Katharina König-Preuß. Schau noch mal, was die zu Shoyoka geschrieben hat. Ey, es ist so irre. Also die Infantilisierung der Politik schreitet voran. Also wirklich. Ihr seht, die Wokisten halten zusammen. Egal wie drüber sich Einzelne geäußert haben, da hält man zusammen. Ist auch egal, also Shoyoka hat sich ja wirklich mit ganz Twitch angelegt, selbst den Streamer, die ihr politisch eher nahestehen. Aber ja, sie hat dann so einen Woken-Cancel-Mob auf Twitch. So, ihr habt gerade gesehen, welche Accounts sie da retweetet hat. Was soll man dazu sagen? Es nicht, also, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Ich möchte hier nicht beleidigend werden. Ihr merkt, wie ich nach Worten suche, die jetzt nicht abwertend sind. Also ich halte das. Ja, hier. Katharina König-Preuß, Solidarität mit Shoyoka. Krasse Kampagne gegen eine engagierte Streamerin. Twitch-Ding. Antonio stimmt.
Also, diese Wokisten sind eine Gefahr für unsere Demokratie. Und natürlich deckt auch die Amadeo-Antonio-Stiftung Twitch. Seit Monaten tobt eine ekelhafte, orchestrierte Kampagne reaktionärer Streamer gegen die Twitch-Streamerin Shuyoka. Das ist weit mehr als Mobbing. Das ist das Einmaleins des Antifeminismus. Die Plattform darf hier auf keinen Fall wegschauen. Und das liken ja 1440 Leute. Es wird Zeit, dass dieser Stiftung schnellstmöglich alle Spendengelder gestrichen werden. Also alle staatlichen Gelder gestrichen werden. Schreibt Briefe an den Staat und schreibt, dass die gestrichen werden sollen. Also das, was KuchenTV empfohlen hat, dieser Kampagne schließe ich mich zu 100% an. Hat wahrscheinlich nicht viel Erfolg, solange die Grünen und die SPD und so weiter sitzen. Die Amadeo und Antonio-Stiftung, der muss die Finanzierung entzogen werden. Das ist ja ein Feind unserer freiheitlichen Demokratie. Also anders kann man das Vorgehen dieser Stiftung hier nicht beschreiben. Hier sollen Menschen aus der Öffentlichkeit gedrängt werden. All das gepaart mit Rassismus und Holocaust. Also ist das schon Verleumdung? Also ganz ehrlich, ist das schon Verleumdung? Ich weiß es nicht. Also wir schauen uns jetzt mal nicht an, was der Woke Cancel Mob hier genau zuzuschreiben hat, aber ja, hier scheint sich auf. Obwohl, wir schauen uns mal den Ausschnitt von Ist, KuchenTV ja, an, ging auch den nicht, stehe ich auch die hinter, Amadeo-Antonio die das Stiftung, wie mit eben gesehen, Gamergate kommentiert hat. bezeichnet. So. Das war 2014 mal so ein Skandal, wo viele Frauen sich da. Ja, War gut, das war das Video. 2014 mal so ein Skandal, wo viele Frauen sich darüber beschwert haben. Genau genommen vom Bundesminister Freund. Nachdem ihr das Video geguckt habt und wenn ihr die gleiche Hier Meinung lieber der habt wie ich, Geschäftsmann. dass ihr denen eine wirklich sachliche und konstruktive E-Mail schreibt, wo ihr denen aufzeigt, warum man die staatlichen Okay, das Zuschüsse schief. vielleicht einstellen sollte. Denn das, was sie hier gemacht haben, ist. Ja, es ging auch nicht. Stehe ich auch hinter. Absolut, der Amadeo-Antonio-Stiftung, der sollte endlich die Finanzierung entzogen werden. Da schreibt gerade einer die A. Also, ich weiß nicht noch nicht, ob das. Schreibt gerade einer, die haben da vorgestern was zu getwittert. Also, da muss ja gerade sparen. Und ich bin ja absoluter Gegner dieser Sparpolitik, weil das unsere Volkswirtschaft hier ruiniert. Aber wenn die Amadeo-Antonio-Stiftung hier weniger Geld bekommen sollte, Gott, Stefan Kramer, also, was soll man. Ja, also, ihr merkt's. Also, was hier. Das ist ja toll. Der nicht verabschiedete Haushalt 2024 hat die aktuelle Sperrung für zukünftige Ausgaben bedrohen die Demokratieprojekte in ihrer Existenz. Hunderten Demokratieprojekten und das aus dem ersten Jahr nur Tausende. Ja, das ist ja geil. Also das ist ja wunderbar. Die Träger müssen ihre Maßnahmen zwangsläufig aussetzen. Weder Gehälter noch Büromieten können gezahlt werden. Das ist ja super. Also das ist ja wunderbar. Wenn nicht in kürzester Zeit eine Zusage der Finanzierung bei den Trägern eintrifft, macht die Koalition den Rechtsextremen ein großes Weihnachtsgeschenk. Pressemitteilung der Bundesarbeitsgemeinschaft Demokratieentwicklung. Die Unterzeichnenden fordern die Bewilligung eines vorzeitigen Maßnahmenlehens für die Träger in dem Bundesprogramm noch vor Weihnachten, damit die Arbeit in einem ersten Schritt überhaupt fortgeführt werden kann. Eine zügige Freigabe der Mitte stimmt. Es gab ja die Haushaltssperre. Das ist ja toll. Also ihr seht, es gibt auch also diese Haushaltssperre, so schlimm sie sein mag, so schlimm die Schuldenbremse meiner sein mag, es gibt selbst von den schlimmsten politischen Fehlern, den schlimmsten politischen Maßnahmen, selbst da gibt es einen Kollateralnutzen manchmal. Und ja, danke Lindner, schreibt schon einer. Also, wie gesagt, die Sparpolitik ist absolut falsch, die ruiniert unser Land. Wir erleben gerade eine Deindustrialisierung, aber wenigstens ein Gutes hat es, die Amadeo-Antonio-Stiftung und diese Projekte für Demokratieentwicklung. Also Diffamierung der demokratischen Opposition, kommen weniger Geld. Das ist eine sehr gute Nachricht, die wir als Demokraten auf jeden Fall nur unterstützen können. Das ist gut und richtig so. Jetzt schauen wir noch, was ich hier für eine Mitteilung bekommen habe. Okay, nichts Relevantes. Gut, dann verabschiede ich mich von euch. Das war jetzt mal ein etwas lockereres Video für YouTube. Ihr seht, es gibt Abgeordnete von den Grünen und den Linken, die sich mit Shoyoka solidarisieren, dann noch solche staatlich gepamperten Stiftungen wie Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich damit solidarisieren. Ich bin nur hoffen, dass die Finanzierung für solche wokistischen Institutionen in Zukunft gekürzt wird und in diesem Sinne, ciao.